Salvete discipuli discipulaeque. Herzlich willkommen im Castra Salbogensis. Ich bin Brutus und bin seit 3 Jahren hier stationiert. Meine Einheit ist die glorreiche 13. Kohorte der 5. Legion unter Gaius Pupus. Das Leben hier im Lager ist nicht immer einfach und macht auch nicht sonderlich viel Spaß. Vor allem, wenn wir keine Feldzüge unternehmen, ist das Leben hier relativ öde. Außer den abendlichen Gelagen in der Taverne gibt es nicht viel, was man hier machen kann. So vertreiben wir uns die Freizeit oft mit Ball- oder Würfelspielen. Besonders die Ballspiele bereiten mir und meinen Freunden immer viel Freude. Da es nicht nur bloßer Zeitvertreib ist, sondern auch zur körperlichen Ertüchtigung von Soldaten dient. Wir können uns also mit dem Ballspiel fit halten und unsere Kräfte miteinander messen. Ballspiele sind aber nicht nur bei uns begehrt. Unsere Vorgesetzten spielen Ball, aber auch die Senatoren in Rom. Greise, Kinder, ja selbst unsere Sklaven spielen Ball, egal an welchem Ort. Salve, Christus, Salve. Mein Freund. Salve. Das ist unsere Pillar. Crispus, erklär unseren Freunden doch, wie du die gemacht hast. Natürlich. Also ich war im Wald und habe mit meinen bloßen Händen ein Wildschwein erlegt. Danach war ich beim Stallmeister und habe mir Pferdehaar besorgt. Nachdem ich die gegerbte Haut des Wildschweins zusammengenäht hatte, habe ich den Ball so mit Pferdehaar vollgestopft, bis die Unze über das zweifache Pfund erreicht war. So viele Haare? Ja, das ist unheimlich schwer, dieser Ball. Boah. So viel zu unserem Ball. Aber euch interessiert bestimmt noch, was wir sonst so im Lager spielen. Da gibt's das Trigon, das Harpastum und das Schweinchen in der Mitte. Und das wollen wir euch jetzt zeigen. Das Trigon ist ein Spiel, das man mit 3 Personen spielt. Die 3 stellen sich im Dreieck in gleichem Abstand zueinander auf. Man schlägt oder prellt sich den Ball gegenseitig zu. Ziel des Spiels ist es, den Ball so häufig wie möglich einander zuzuspielen, ohne dass er den Boden berührt. Am besten schauen wir uns das einfach mal an. Spiel mit einer Hand! Mit einer Hand! Jokus! Jawohl, Sakus! Ja, das war ein guter Ball. Wusstet ihr, dass ich mein Spiel in letzter Zeit mit der linken deutlich verbessern konnte? Das wirklich? Wollen wir sehen! Das wollen wir sehen! Boah, starker Ball! Meine Linke ist noch nicht so ausgeprägt. Bombax! Ich bin wieder da! Auf geht's, das Fuß! Wir wollen jetzt das Schweinchen in der Mitte spielen. Beim Schweinchen in der Mitte handelt es sich um ein Spiel, wo sich mehrere Spieler in einem Dreieck oder einem Kreis aufstellen, je nach Spieleranzahl. Einer der Spieler steht in der Mitte und muss versuchen, den Ball, den sich die anderen zupassen, zu fangen. Dabei kann es ganz schön zur Sache gehen, denn der Spieler in der Mitte darf handgreiflich werden. Wenn einer von den Spielern außen einen Ballverlust verursacht, dann muss er in die Mitte und der Spieler, der vorher in der Mitte war, darf nach außen. Wir spielen dieses Spiel ganz besonders gerne, weil es uns so richtig für den militärischen Dienst bereit macht. Lasset die Spiele beginnen! Sakus, nicht zu weit! Nein! Sehr gut! Reicht, du bist zu langsam! Ich los! Probier es doch mal hier! Als Feldwald musst du aber ein bisschen
scheißen. Was war denn das, Brutus? Gar nicht, bin ich fit. Also Brutus. So in der Schlachtlinie und wir sind alle verloren. Überheblich. So, nun wollen wir das Zerpastum spielen. Zerpastum ist eines der brutalsten Spiele. Deshalb ist es bei uns Soldaten auch so beliebt. Beim Zerpastum ist das Ziel, die Pieler in das gegnerische Feld zu tragen. Dabei muss sich die Mannschaft, die Pieler besitzt, den Ball zupassen. Die Mannschaft, die Pieler nicht besitzt, muss versuchen, der Mannschaft den Ball zu entreißen. Dies kann geschehen, indem sie den Ball im Flug fängt oder aber den Gegner zu entreißen. Dabei sind Ringergriffe natürlich sehr von Vorteil. Das heißt also, für einen guten Zerpastumspieler ist Schnelligkeit unabdingbar, aber er muss sich auch im Nahkampf profilieren können. So, meine Freunde spielen schon. Ich muss jetzt dahin. Also, auf ins Getümmel. Hey! Jacko! Jawohl! Puh! Wo ist die Pinner? Holt ihn euch! Wer ging die? Ja, so mir! Sackos! Ja! Ja! Ja, sehr gut! Das war gut! Fabio, streng dich mal ein bisschen an. So, komm jetzt. Jetzt, der zweite. Runter von mir. Nicht meinen Nacken, Christus! Ja! Sind so fest, oh. Nein! Oh!